Das ist die neue Panasonic HX-WA20. Die habe ich auf ein Stativ aufgebaut und im Grunde genommen nicht waagerecht, sondern senkrecht, wird man gleich noch sehen. Vorne sieht man Blitzlicht. Objektiv 1 zu 28, also Weitwinkel, das ist schon enorm für diese kleine Kamera. Die verfügt ohnehin über sehr viele technische Möglichkeiten. Gehe jetzt mal mit dem Zoom etwas zurück. Sonst bekommt man die sogar nicht richtig drauf. Das ist also die schmale Vorderseite. Und jetzt drehe ich den mal so ein bisschen zur Seite. Da sieht man dann schon etwas mehr von diesem Camcorder. Das ist so gesagt die Rückseite. Also da, wo ich auch meine Aktionen starten kann. Der obere Teil rechts, also hier, Betriebsknopf, um die Videoaufnahmen einzuleiten. Tele und Weitwinkel und auf dieser Seite links zum Drücken für Fotos. Der obere Knopf hier oben wird betätigt, um Zeitlupenaufnahmen durchzuführen in zwei Stufen. Muss man im Einzelnen mal nachlesen. Bildgeschwindigkeit habe ich so auch nicht im Kopf und ich möchte das jetzt auch nicht alles aus der Betriebsanleitung vorlesen. Hier oben, ganz oben, dieses kleine hier ist eine Kontrolllampe. Die leuchtet rot oder grün, je nachdem, was gemacht wird. Etwas tiefer hier, das ist der Menüknopf. So ähnlich funktioniert, ähnlich wie ein Joystick. Kann man eindrücken, nach rechts, nach links oder nach oben oder unten bewegen, um die entsprechenden Einstellungen im Menü durchzuführen.
Dann hier der Verschluss für Batterie und Karte. Und unten nochmal ein Zusatzverschluss wegen der Wasserdichtheit. Ich öffne das mal. So, da sehe ich dann einmal die Batterie, hier die Karte. Der Batterie ist ja unten so ein Hebel, dann springt die praktisch automatisch raus. So, zack. Die Karte wird hier oben eingesetzt, einfach durch Druck. Links ist dann das Display. Ein bisschen zurückgehen. So, das öffne ich mal. Nochmal die Kamera anstellen, das kann man übrigens hier dann. An den Seiten. So, habe ich hier oben einmal an und ausstellen, Menü, Wiedergabe und hier unten automatische Aufnahmemodus, IA, intelligente Automatik, sowas ähnliches bedeutet das wohl. Könnte natürlich jetzt noch sämtliche Funktionen erklären, Menü und so weiter, aber das muss man mal selber dann rausfinden. Ist auch relativ einfach. Ich habe schon einige Videoaufnahmen damit durchgeführt.
Und insoweit kann man dann auch auf meinem YouTube-Kanal sich die Filme ansehen. Unter YouTube Astenturm. Und da erscheinen dann auch schon entsprechende Videofilme. Aber auf eins will ich doch hinweisen. Es ist wichtig, dass man mit Stativ, Dreibeinstativ oder Einbeinstativ arbeitet. Denn auch im Verwacklungsmodus ist es fast unmöglich, aus der Hand heraus verwacklungsfreie Bilder zu erzielen. Das lässt sich allerdings ausgleichen, wenn man ein entsprechendes Programm hat, mit dem man die Bildstabilität wiederherstellen kann. Das geht zum Beispiel bei YouTube und dann ist von diesen Verwacklungen nichts mehr zu sehen. Aufnahmeton einwandfrei, auch das kann man bei meinen Testvideos auf YouTube erkennen. Allerdings fehlen mir noch Erfahrungen bei Extrembelastungen, sage ich mal, oder in Extremsituationen. Regen, Unterwasser, da habe ich mich noch gar nicht dran gebracht. Denn das kann ja tatsächlich Probleme geben. Sobald da irgendwas passiert, dann muss man auch nachweisen, dass man alles 100% erfüllt hat an Bedingungen, damit die Kamera wasserdicht bleibt, sonst hat man da ein Problem. Von daher warte ich da auf Vorreiter, die ihre Kamera von mir aus mal ins Aquarium tauchen. Und die dann ihre Erfahrungen mitteilen hinsichtlich der Wasserdichte. So, wie gesagt, ansonsten mal die Videos angucken, YouTube unter Astenturm.